herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal beziehungsweise zu einer weiteren Review einer DVD. Und heute haben wir vorliegen Invasion aus dem Inneren der Erde beziehungsweise The Infra Superman, wie er in Amerika und auch England hieß. Ja, bei diesem sehr unbekannten Film würde ich sagen, handelt es sich um waschechten Trash aus Hongkong von Huan Shan beziehungsweise Shan Hua. Mal wieder so genannt, mal wieder so, keine Ahnung. Der Herr scheint allerdings ziemlich unbekannt zu sein. Der hat sonst, glaube ich, keinerlei Filme vorzuweisen, beziehungsweise keine wirklichen bekannten Filme. Aber die Produzenten sind schon wesentlich bekannter und die dürften Trash-Fans auch eher ein Begriff sein, nämlich die Shaw Brothers Studios. Und die haben ja in Hongkong der 70er und frühen 80er ja einige Trash-Filme produziert, ganz viele Kampfkunstfilme, aber auch diverse Science-Fiction-Filme und auch Konga. Das war so ein ostasiatischer King-Kong-Verschnitt, auch absoluter Trash, liefen auch beide bei Schläferz. Und auch diesen Film habe ich zuerst bei Schläferz gesehen, der hat mir allerdings wirklich gut gefallen, hat mich gut unterhalten, deswegen ich ihn mir jetzt hier geholt habe. Und das Cover ist wirklich richtig, richtig cool. Wir sehen hier den Super-Inframann gezeichnet mit diesen Laserstrahlen. Dann sehen wir hier links, wie er verwandelt wird. Wir sehen im Hintergrund eine brennende Stadt und hier auch noch diese Kreaturen. Deswegen das Cover finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und hinten sehen wir auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das führt. Nämlich wirklich Plastikmonster und Gummimonster gegen roten Ameisenmenschen. Völlig utopisch. Eine Welt der Zukunft, wie sich Jules Verne nicht besser hätte ausdenken können. Damals wurde ja immer mit Jules Verne geworben und den Namen hat man überall drauf geklatscht. Auch wenn er überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun gehabt hat. Und Jules Verne würde bei all den Sachen, wo einfach sein Name drauf geklatscht wurde, heute im Grab rotieren, glaube ich. Also man sieht hier schon, das ist wirklich richtiger Trash. Und auch nicht gewollter Trash, sondern wirklich unterhaltsamer, echter Trash. Ja, gucken wir mal rein. Das ist hier nämlich in so einem Schuber. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Da haben wir das gleiche Cover drauf. Dann haben wir hier noch so ein Bild. Und dann haben wir hier die DVD mit demselben Cover. Und dahinter haben wir dann auch schon, wie der Super-Inframan gegen eine Dämonenkreatur kämpft. Worum geht es überhaupt erstmal? Ja, hier hinten sehen wir auch, sie auch schon. Elzebub, die heißt wirklich so Elzebub, die aus dem Inneren der Erde kommt und die hat halt so Kreaturen, die hat halt so glubschäugige Gummianzugmonster und Tentakelviecher, die ja und so Skelettdiener und ja, so eine Karnevalstruppe einfach. Also völlig einfach nur Kasperle hat sie da im Schlepptau und damit will sie die Erde unterjochen. Ja, kommt sie einfach so nach 10.000 Jahren oder was aus der Erde und denkt sich, das machen wir jetzt mal. Und der Super-Inframan, der kommt natürlich zur Rettung. Ja, das ist auch schon die Geschichte. Also das ist natürlich ein sehr naiver, simpler Bahnhofskinofilm. Könnte man schon fast sagen, für junges Publikum. Ja, das gibt, also man gibt sich Mühe, hier irgendwelche lustigen Kämpfe zu machen und so weiter. Aber das, die Effekte sind wirklich absolut billigst. Und sind eigentlich auch wirklich lustig anzusehen, weil die sind sehr farbenfroh. Dann fliegen Laser hin und her, dann dampft es hier, dann ist hier Nebel und dann kreischen die Viecher und dann machen die da so lustige Saltos und so weiter. Also man hat sich hier schon irgendwie Mühe gegeben, aber es hat halt wirklich nicht funktioniert. Und genau deswegen ist der Film wirklich, wirklich unterhaltsam für Trash-Fans. Und ich kann den Trash-Fans wirklich nur absolut empfehlen. Das ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Vertreter in diesem Genre, der mir sehr gefallen hat. Und dieser Film erinnert mich auch sehr an den großartigen Roboter der Sterne, den ich allerdings noch nicht habe, aber den werde ich mir auch machen. Und der lief ja auch bei Schläferz und Roboter der Sterne ist der utopischste und bescheuertste und verrückteste Trashfilm, den ich je gesehen habe. Das ist mein Lieblingstrashfilm. Ich hoffe, dass ich da auch mal eine DVD von kriege. Die gibt es ja auch bei CMV Laservision. Naja, aber wie gesagt, immer so eine aus dem Inneren der Erde hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Mal so. Ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.